Ja, hallo, ich bin der Rudi und bin ein Mensch und möchte euch heute erzählen, wie ich aufgewacht bin. Und die Rede hat einen Sinn, wenn zumindest einer sich ertappt fühlt oder auch aufwacht, was mich sehr freuen würde. Und zwar war ich bis vor circa 2,5 Jahren eigentlich der vollkommene Mainstreamer. Also in der Schule bist du da hingegangen und das Wochenende war mein Leben von einem Festel zum nächsten, von einer Bar in die nächsten. Und ich fühlte mich nicht unglücklich, aber doch fehlte irgendwas. Weil ich sah, die Leute, egal wie alt sie waren, die sich da mit mir angesoffen haben jedes Wochenende, sie waren nicht glücklich. Irgendwas fehlte. Und so begann ich mich zu beschäftigen. Zuerst über Bücher und dann vor allem über das Internet. Und hier inspirierte mich eben Lars Meerholz, Ken Jebsen, Andreas Popp, Franz Hörmann und so weiter, auch etwas zu tun. Und ich finde, dass es unser aller Café ist, ob da jetzt ein Freihandelsabkommen unterzeichnet wird, ob Kinder in der dritten Welt verhungern oder ob ganz einfach gesagt in der Nachbarschaft nicht alles passt. Also es liegt vollkommen an uns und deshalb finde ich diese Bewegung hier so toll. Und ich möchte euch halt mitgeben, dass euch immer eingeredet wird, ihr seid nicht gut. Also euch fehlt irgendwas, ihr seid schlecht, hört auf damit. Und ich sage einfach, nein, ihr seid vollständig, so wie ihr seid. Mit all euren... Und es ist vollkommen okay, nicht alles zu können, denn das macht einen Menschen liebenswert. Ihr seid keine Maschinen und lasst euch einfach nicht so behandeln. Zum Schluss möchte ich noch sagen, der eine oder andere mag vielleicht depressiv werden, wenn er über all das Leid erfährt, sei es jetzt bei der Fußball-WM oder in der Ukraine. Und ich möchte euch doch motivieren, euch noch immer mit euren Freunden zu treffen. Fahrt irgendwo an einen See oder geht's wandern oder geht's ein bisschen fort und genießt einfach die Zeit mit ihnen und versucht sie so weit wie möglich zu inspirieren und nicht zwangs zu beglücken. Dankeschön.